Derby im Schwarzwald, die Schwenninger Wild Wings, der Tabellenletzte gegen den Ersten der Tabelle, die Adler Mannheim, zu Gast bei Paul Thompson, der in seinen ersten vier DHL-Spielen dreimal erfolgreich war. Pavel Groß und Co. erst einmal gänzlich ohne Punkte in dieser Saison dagestanden nach 60 Minuten. Also die Vorzeichen eigentlich klar. Mannheim in den weißen Trikots, auch mit der ersten guten Chance nach 5 Minuten. Garrett Festerling profitiert vom Fehler im Aufbauspiel der Wild Wings, aber trifft dann nur den Pfosten. Aber Schwenningen hielt gut mit. War keineswegs das unterlegene Team, sondern hatte Chancen, so wie hier im Powerplay. Wille Korhonen, der Topscorer der Wild Wings, schön freigespielt von André Hult, hat das leere Tor vor sich und schafft es tatsächlich, die Scheibe am Tor vorbeizuschieben. Die Riesenchance zur Führung also nicht genutzt. Und somit ging es mit einem 0:0 dann auch ins zweite Drittel. Pavel Groß und die Taktiktafel, aber Schwenningen, die hatten die richtige Taktik und die kamen mit Feuer aus der Kabine. 54 Sekunden gespielt, im Mittelabschnitt das 1:0 durch André Hult. Klasse, der Vorcheck in der neutralen Zone, die Scheibe erobert und dann Hult von außen zum Tor gezogen, ins kurze Eck. Klasse Handgelenkschuss, Saisontor Nummer 3 für den Schweden. Und Schwenningen, die ließen nicht locker. Die hatten jetzt richtig Feuer gefangen. Die 23. Minute. Danner von der blauen Linie zieht ab. Der Puck springt hoch in die Luft und fällt dann Dennis Endras auf den Schoner und springt von da aus ins Tor. Kurios im Zustandekommen, aber dieses Scheibenglück brauchst du dann auch einfach mal, wenn du unten raus willst. 2:0. Die Wild Wings also in der Lage nachzulegen. Und Mannheim beeindruckt. Die kamen kaum mehr hinten raus und waren unsortiert. Fehler Mikkelsen und dann André Hult. 3:0. Keine 5 Minuten gespielt im Mittelabschnitt. Und Schwenningen überrollte die Adler förmlich in dieser Phase, die kein Mittel fanden gegen den starken Vorcheck der Schwenninger. Doppelpack für André Hult, der ja auch beim Sieg gegen Meister München schon doppelt getroffen hatte. Mit dieser Führung ging es auch ins letzte Drittel. Mike Pellegrims und Corey versuchten natürlich ihre Spieler nochmal einzustellen auf diese Partie. Aber Mannheim fand einfach kaum Lücken. Und wenn doch mal einer durchrutschte, dann war das den Strahlmeier zur Stelle. Klasse Defensivarbeit auch der Wild Wings im eigenen Drittel. Kaum hochprozentige Möglichkeiten für die Adler im gesamten Spielverlauf. Hinten raus dann das Tor nochmal leer bei den Adlern und das nutzte Anthony Reck. 3 Sekunden vor Schluss zum 4:0 Endstand. Das 7. Saisontor für den Franzosen und Schwenningen natürlich sehr zufrieden. Ja, wir haben uns die ganze Woche darauf eingestellt ungefähr, was heißt die ganze Woche, die letzten 2 Tage, ja, was heute passieren könnte. Und Paul hat was ausgearbeitet, wir haben uns dran gehalten und hat super funktioniert. Im 5. Spiel der 4. Sieg unter dem neuen Coach. Schwenningen verlässt damit das Tabellenende und Mannheim muss mal mit 0 Punkten nach Hause fahren, bleibt aber auf Rang 1.